Mahlzeit, Mann, 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 Mann. Das musste ich heute, ja, musste ich heute leider hören im NDR. Ich höre ja ganz wichtig. Ich höre auch die andere Seite, ne? Das geht sonst nicht. Also, eine Flüchtlingsunterkunft soll in Fürstenau weiterhin betrieben werden, beziehungsweise für die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall. 55% war dafür. Ich habe das über NDR Info gehört. Ja, ich werde das hier verlinken und die Wahlbeteiligung lag nur bei 50%. Mein Gott, hätte man vielleicht anders hinbekommen können, ne, wenn die Wahlbeteiligung höher gewesen wäre. Aber naja, Deutschland schafft sich dann wahrscheinlich wirklich ab. 55,2% der Wählenden, ach so, hatten mit Nein und damit der Vermietung zugestimmt. Also ein bisschen komisch gefragt, lehnen Sie eine Vermietung, Verpachtung der ehemaligen Pommernkaserne? Na, immerhin besser eine Kaserne als was anderes, durch die Stadt Fürstenau an die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen ab. Also lehnen Sie die Vermietung ab. Und 55% haben gesagt, nein. Naja, ich schätze, da, bei dem Bildungsstand unserer Bürger wussten die gar nichts mit der Frage anzufangen und dachten, ja, nee, nee, wir sind dagegen. Also gegen das Flüchtlingsheim. Ich weiß nicht, was die gedacht haben, wenn sie überhaupt was gedacht haben. Ja, Leute, so sieht's aus. Ne? Ich habe da noch weiter geguckt, also. Es kam ganz leise und ganz selten und eben nicht mehr oft. Und ich habe dann das schöne Bild hier genommen. Das kleine Pfötchen, die größeren Krallen und noch größer. Ich weiß auch nicht. Naja, dafür habe ich es genommen. So, jetzt können wir uns selber ausdenken, wie es besser gewesen wäre. Ich glaube, ich müsste die Kommentarfunktionen abschalten, weil sonst hier die Bombe platzt. Ich werde also aufpassen und wenn hier irgendwas schief geht, lasst euch das gesagt sein, liebe Mitkommentierende. Wenn hier irgendwas schief geht, was also nicht in meinem Sinne ist, was hier nicht richtig läuft bei der Kommentierung der Kommentierenden, dann muss ich die Kommentarfunktion einstellen. Also Mund halten, Finger stillhalten, ein bisschen nachdenken, bevor man was schreibt und dann können wir das vielleicht hier über die Bühne kriegen. Ich dachte mal, das war eine Nachricht wert, das hier ein bisschen lauter zu sagen, damit mehr Leute wissen, was hier in Deutschland so läuft. Ob das gerade oder schief läuft, das wissen wir selber, ne? Also, alles klar? Ich hoffe ja. Jetzt müssten die Links erschienen sein. Und unten in der Videobeschreibung kommt dann auch dieser Artikel vom MDR. Dann kann sich das jeder selber nochmal durchlesen. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist, sich so ein Zeug durchzulesen. Es ist furchtbar. Na gut. Wenn jemand einen Fehler findet, dann schreiben Sie es bitte in die Kommentare, sehr geehrte Nachtragende, nee, Reinschreibende. Ach, was weiß ich. Na denn, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.